Ey, Freunde, wollt ihr über Yakuza Zero reden? Hey, Schoschleute, und willkommen zum neuen Video. Tatsächlich mal wieder. Ich komme tatsächlich mal wieder dazu, Videos aufzunehmen. Wer hätte das mal gedacht? Auf jeden Fall, heute möchte ich mit euch über etwas reden, was mir die letzten paar Monate sehr, sehr versüßt hat, sagen wir es mal so. Nämlich ein kleines, großes Spiel namens Yakuza Zero. Und ich möchte euch jetzt mal dann teilhaben lassen, wieso und weshalb und warum mich dieses Spiel bis jetzt heute immer noch so... Es ist aktuell, um es kurz zu fassen, mein aktuelles Play of a Game. Play of a Game, ja, richtig. Mhm. Ich habe definitiv heute noch keinen Kaffee gehabt. Mein definitives Game of the Year. Und das, obwohl dieses Jahr Resident Evil 2 und DMC 5 rauskam. Aber dazu kommen wir auch noch. Denn Yakuza Zero habe ich mir eigentlich als Lückenfüller besorgt gehabt. Weißt du, war das kurz bevor DMC rauskam? Ich meine, es war kurz bevor Devil May Cry 5 rauskam. So ein paar Wochen vorher. Und ich habe gedacht, ach komm, für 20 Euro so einen kleinen Lückenfüller? Ach, warum nicht? Könnte doch ganz witzig werden. Und dann habe ich es das erste Mal gestreamt und ich war irgendwie instantly hooked. Vom Soundtrack her, von der Storyline her, von den Charakteren her, vom Gameplay her. Oh Gott, sorry. Und auf einmal hatten wir da so... Ja, ich weiß nicht, ich wollte es irgendwie immer wieder streamen. Aber dann kam halt natürlich DMC 5. DMC 5 war natürlich auch dementsprechend wichtig, klar. Aber komischerweise, Yakuza Zero hat es dann eher geschafft, mich wieder zurückzuziehen, als jetzt Resident Evil 2 oder DMC 5. Was eigentlich erstaunlich ist, weil, ne, aber das sind persönliche Meinungen. Also jeder darf natürlich seine persönliche Meinung haben. Behaltet das bitte mal im Kopf. Also nur mal so kurz nebenbei. Weil Resident Evil 2 war geil, aber Resident Evil 2 hatte für mich so dieses Einmal-Feeling. Und dann beim nächsten Mal war es irgendwie nicht mehr so. Also der Wiederspielwert ist dann für mich so persönlich ein bisschen runtergegangen einfach. Was an sich schade war, aber so der erste Run war verdammt geil. Also da hast du richtig gemerkt, wie, ne, ich bin an sich kein Schisser, was Games angeht, aber Resi 2 hat das dann tatsächlich doch mal wieder geschafft. Aber je weiter du in dem Spiel kommst, desto weniger scary sind die ganzen Sachen für dich. Deswegen habe ich Resi 2 irgendwann, ja, nicht mehr so intensiv verfolgt. Dann kam DMC 5 und oh mein Gott, DMC 5 ist fucking geil. Aber ich habe dann angefangen, Half-Hard-Mode zu spielen und habe dann gemerkt, so, Alter, du hast irgendwie keinen Bock, dieselbe Mission nochmal zu spielen. Es ist irgendwie nicht wirklich viel interessanter. Klar, Hard-Mode ist, es macht Spaß und so, ist eine Herausforderung, aber irgendwie wollte ich immer wieder zu Yakuza Zero zurück. Und deswegen habe ich es jetzt auch tatsächlich, nach 60 Stunden habe ich das Spiel tatsächlich fertig. Also ich habe es komplett gestreamt, also nichts offline oder so. Also wer das irgendwie nachschauen möchte, der kann sich gern bei mir auf Twitch unter den Videos umgucken. Ich habe nämlich sämtliche Yakuza Zero Streams gehighlightet. Ergo, die werden nicht von Twitch gelöscht. Und ihr könnt die halt dann immer wieder nachschauen, sollte euch Yakuza Zero dann doch mal interessieren und ihr dem Ganzen mal einen Versuch geben wollen. Weil ich kann verstehen, dass Yakuza Zero für einen Stream nicht unbedingt das geilste Projekt ist, weil es ist sehr storylastig, sehr lang auch, also ich meine 60 Stunden ist jetzt nicht unbedingt kurz. Deswegen kann ich verstehen, dass viele davon abgeschreckt sind und dafür nicht unbedingt das Interesse haben, habe ich vollstes Verständnis für. Und ja, aber falls euch das interessiert, falls ihr das nochmal komplett schauen wollt, findet ihr jetzt auf meinem Twitch, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ich jetzt ganz schlau bin, packe ich auch noch die Seite von meinem vom Video-Editor dazu. Aber ich glaube, dass... Video-Editor sage ich schon. Aber ich glaube, so schlau bin ich nicht. So von daher, ja. Aber ja, warum bin ich so in Liebe verfallen mit Yakuza Zero? Es ist so viele Faktoren für mich persönlich. Zum einen die Overworld. Die Overworld ist so unglaublich schön und lebendig. Es ist zwar... Du hast zwar im Grunde nur zwei Städte, in denen du rumrennst. Aber die beiden Städte sind groß genug, dass du immer wieder mal was Neues entdeckst, aber auch nicht zu groß, dass du dir denkst, boah, da muss ich jetzt ganz hin, das ist mir viel zu weit. Und dazu, die Stadt fühlt sich lebendig an. Es fühlt sich an wie eine richtige Stadt in Japan.
Und deswegen hast du immer das Gefühl, ne, du gehst gerne mal durch die Stadt. Überall rennen irgendwie Leute rum, die ihre Arbeit machen. Oder randomly sind denn da Leute, die dich nicht leiden können und dich vermöbeln wollen. Betrunkene latschen da irgendwie durch die Gegend. Und je nachdem, wo du in der Storyline bist, erscheinen entweder mehr oder weniger davon. Das ist auch nochmal interessant. Dann gibt es gewisse Ecken, wo du überhaupt keine gegnerischen Encounter finden wirst, weil da einfach solche Leute nicht rumlungern. Und denn so viel verschieden ist, dass die Overworld so unglaublich lebendig und schön macht vor allem. Es ist wirklich, das Größte ist einfach die Lebendigkeit und die Tatsache, dass es nicht zu groß und nicht zu klein ist. Es ist wirklich genau gut. Was uns zum nächsten Punkt bringt, nämlich Sub-Stories. Also die Nebenstories, quasi Sub-Quests. Die sind so unglaublich bescheuert teilweise, aber teilweise auch so gut, dass da so viel Gedanken und so viel Herzen und Detail reingesteckt wurde. Das ist auch nochmal wieder was. Weil so viel Gedanken und so viel Detail, ich liebe sowas. Ich liebe es, wenn Spiele ein bisschen mehr Liebe ins Detail setzen. Zum Beispiel, es gab eine Sidequest, wo man ein Passwort rauskriegen musste für einen geheimen Dealer. Und das Passwort am Ende war irgendwie, so schön halt nicht, Schnee hatten da irgendwie ein total langes, kompliziertes Wort, was ich nicht mal wüsste, wie ich es aussprechen soll. Und anstatt dass das Spiel einfach sagt, hier hast du Auswahlmöglichkeiten, nee, merkt ihr genau, wie es geschrieben wurde und gib es in die Tastatur der PS4 ein. Das ist so fucking geil. Allein solche Kleinigkeiten, dass man daran denkt. Oder auch, dass die Substories mit dem Business, was man führt. Also man hat ja mit den beiden Hauptcharakteren jeweils ein Business, was man führt. Mit Kiryu führst du halt das Immobiliengeschäft, was eher so immer nebenbei so ein bisschen läuft. Und mit Majima das Hostessen-Club-Geschäft. Und die Substories bringen für beide jeweils noch ein bisschen was dazu. Zum Beispiel lernt man durch die Substories neue Leute kennen, die dann in dem jeweiligen Geschäft aushelfen können. Entweder als Manager oder in Majimas Fall als Hostesse. Es kommt da so viel bei zustande, dass man auch mal die Substories machen will. Mal davon abgesehen, dass die fucking interessant gestaltet und gemacht sind. Und nicht, dass jede Substory dieselbe ist. Es gibt so viele unterschiedliche hier. Ich glaube, keine Substory ist dieselbe wie die letzte. Du erfindest irgendwie eine lebende Statue, sollst eine Frau von einem Clan retten irgendwie und musst dich dann bei denen einschleichen. Da durfte ich einen Hippie verprügeln. Ich war in meinem Leben noch nie so glücklich. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt, ne? Also jetzt, mal davon abgesehen, wie die Side-Stories Charakter haben. Die Hauptstory ist mindestens genauso geil. Also davon mal abgesehen, die Hauptstory habe ich so unglaublich gern verfolgt, dass ich mich immer dabei erwischt habe, scheiße, ich will eigentlich die Hauptstory weitermachen, aber ich will auch das Side-Business weitermachen. Das ist immer so, man war so ein bisschen zwiegespalten, weil ich wollte beides tun. Aber man kann ja nur eins tun, ne? Also von daher. Aber die Hauptstory sowohl für Majima als auch für Kiryu sind so gut geschrieben und umgesetzt. Allein die Cutscenes. Es gibt sehr viele relativ lange textlastige Cutscenes, wo dann auch gevoice-acted werden, zum Glück dann. Also Substories werden meistens in der Regel nicht gevoice-acted, aber in der Hauptstory schon. Aber man merkt dann einfach, es sind Cutscenes, die so existieren. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll am besten. Aber allein durch die Kameraführung wirkt die Cutscene so viel lebendiger und so viel interessanter zu sehen. Du hast nicht immer nur diese zwei Kamerawinkel, wo hin und her wechseln und du dann am hin und her lesen bist, weil du kein Japanisch verstehst, ne? Wir verstehen uns. Und allein das ist schon geil. Wie gesagt, die Hauptstory, ich will euch jetzt hier nicht spoilern, weil um Himmels Willen, wenn ihr euch das angucken wollt, dann tut es. Ich habe euch ja gesagt, wie gesagt, alles auf Twitch, ist alles da. Total for free auch. Und ja, wenn ihr schon auf Twitch seid, könnt ihr überlegen, ob ihr meinen Twitch folgen wollt. Ich meine, ich stream, versuche immer noch regelmäßig zu streamen, aber ja, guten Tag und so. Ja, auf jeden Fall, Hauptstory ist verdammt geil, liebe ich. Die Charaktere, mein nächster Punkt, die Charaktere sind so fucking geil. Und ihre Motivation und die Charaktereigenschaften. Kiryu und Majima sind unglaublich tolle Protagonisten.
Man interessiert sich, also ich persönlich interessiere mich immer, so, habe mich so sehr interessiert, wie das weitergeht und wie sich alles weiterentwickelt, wie die beiden darauf reagieren werden. Und es ist so interessant, die beiden zu sehen dabei. Das macht einfach Spaß. Und es sind ja nicht nur die beiden. Selbst die Side-Characters im Hauptplot sind interessant. Die ganzen Yakuzas, die ganzen Nebencharaktere. Makoto ist unglaublich adorable. Deswegen, es gibt so viele Charaktere, die auch so gut geschrieben sind, aus meiner Sicht, dass ich mir denke, das könnte die Story schon alleine carryen, aber ne, das ist Sega, wo mal nicht Sonic macht, also von daher kommt da ein bisschen mehr zustande. Denn, ja wirklich, die Charaktere, ich will da auch nicht spoilern, ne, aber auch wie sie denn in ihrem Side-Business reagieren und wie sie das noch anstellen, das ist auch unglaublich geil. Die ganzen Charaktere, die du über Side-Business auch kennenlernst, die ganzen Freunde und Feinde, das ist auch wieder was Interessantes. Am Ende muss ich sagen, ich fand jetzt das Side-Business von Majima besser. Einfach, es hatte mehr Charakter am Ende, weil ihr müsst euch vorstellen, für jeden Club, den ihr quasi übernommen habt, also jetzt aus Kontext, man übernimmt dann nach und nach die Clubs in der Stadt, kriegt man die beste Hostesse aus diesem Club. Und die fügen sich dann richtig so in den eigenen Club ein und das wirkt dann so mit nach jedem Club so ein bisschen lebendiger, einfach familiärer. Und das ist schön zu sehen. Bei Kiryu ist es am Ende wirklich Money Grinding. Also die letzte Etappe war unglaublich lang und nervig. Also da habe ich ewig dran gesessen, auch im Stream. Also der Stream, wo ich das gemacht habe, das hat ewig gedauert. Das war nicht witzig. Aber es ist halt wie es ist. Also es kann man nicht alles haben. Aber die Musik, ja, das ist fast schon mein letzter Punkt, aber auch nur fast. Die Musik in diesem Spiel, ihr hört sie wahrscheinlich jetzt gerade auch. Die Musik ist Bombe. Der Soundtrack ist geil. In den Fights ist er so unglaublich Hype. Und wenn du in der Stadt rumläufst, spielt keine Musik, sondern nur Stadtgeräusche. Aber das genügt, weil die Stadt lebendig genug ist, um das zu füllen. Und selbst in den Cutscenes, die ruhigeren Momente, es gibt nicht nur ein Theme, der bei ruhigen Momenten spielt, sondern mehrere. Es gibt so viele gute Tracks. Also, wenn es irgendwie einen Soundtrack gibt, den ich kaufen kann, I will buy it. Also, das ist klar für mich. Und der Soundtrack, die Soundeffekte, das Sounddesign ist fucking gut. Jeder Treffer fühlt sich einfach unglaublich gut an, wenn du ihn landest. Das ist so auch einer der wichtigsten Punkte bei mir, Sounddesign. Also halt, es ist ein Unterschied zwischen Musik, dem Soundtrack und dem Sounddesign, also den Effekten quasi. Und die ganzen Soundeffekte klingen so unglaublich gut im Combat und deswegen macht es das Gameplay auch so Spaß. Klar, du kannst gegen Mitte kannst du normale Gegner schlicht und ergreifend überspringen, indem du Geld nach ihnen schmeißt. Aber wenn du denn tatsächlich kämpfst, es macht so viel Spaß. Weil das kommen wir jetzt mal zu meinem letzten Punkt, nämlich das Gameplay. Gameplay ist simpel, aber macht trotzdem Spaß. Und das ist das Geile daran. Geld ist quasi deine Erfahrung und deine Währung. Deswegen, mit Geld machst du in diesem Spiel alles, was irgendwie noch geiler in das Gesamtkonzept der Yakuza passt, wo ja wirklich Geld ist Macht, basically. Und wenn du Geld hast, hast du Macht. Und wenn du Macht hast, hast du mehr Erfahrungspunkte, basically. Nee, also wenn du Geld hast, kannst du dir quasi aussuchen, was machst du damit? Gehst du jetzt zum Beispiel los und versuchst dein Business damit zu erweitern? Oder kaufst du dir quasi Fähigkeiten für dich selber? Kaufst du dir Equipment? Das geht alles über Geld und ich finde, das ist an sich eine verdammt geile Idee. Deswegen, es hat selten ein Spiel geschafft, dass ich am liebsten direkt, nachdem ich Yakuza Zero beendet habe, mir den Nachfolger geholt habe, nämlich das wäre Kiwami 1. Und man hat mir gesagt, Alter, es gibt's für so und so viel da und da. Ja, aber ich bin instant ein Fan der Serie geworden. Dieses Spiel hat es mit dem ersten Teil, quasi mit dem, es ist basically, so ich das verstehe, die Vorgeschichte. Weil Kiwami 1 und 2 sind dann quasi Remasters von Yakuza 1 und 2. Deswegen, ich kann es kaum erwarten, weil ich diesen Monat Gehalt kriege und mir dann Kiwami 1 kaufen kann. I want to have this. Ich weiß nicht, ob ich streamen werde, weil, wie gesagt, ich kann es verstehen.
Ich kann verstehen, dass es nicht jedermanns Ding ist, zu schauen, klar. Es ist ein sehr langes, sehr textlastiges RPG. Von daher kann ich verstehen, dass es nicht viele gucken möchten. Das ist absolut verständlich für mich. Aber dann sage ich mir wieder, aber ich möchte Kiwami spielen. Und ich möchte es nicht nur privat, ich möchte das mit Leuten teilen, die das... Es gibt nämlich so, das habe ich irgendwann dann auch gemerkt, das ist so eine... In meiner Community so einen kleinen Kult-Follower-Kreis gibt, wo diese Streams gefeiert haben. Und das möchte ich mit denen trotzdem teilen weiterhin. Deswegen ist das Schöne an der Sache. Aber ja, das ist, warum ich mich in Yakuza Zero verliebt habe und die Reihe auf einmal weiterverfolgen möchte. Ich hoffe, ihr könnt mich da irgendwie verstehen. Auf jeden Fall, ne? Das war es von meiner Seite aus. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze euch auch mal geben wollt, ist es jetzt mittlerweile... Es sind 60 Stunden, also falls ihr mal irgendwo so 60 Stunden über habt, ne, enjoy the peanuts und euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis dahin. See ya, Leute. Bye.